Köhler Coronet, der Mähdrescher der Mittelklasse. Formschönes Modell. Flache, langgestreckte Aufbauten. Zentraler Fahrerstand, viel Bewegungsfreiheit. Alle Bedienungshebel in Reichweite. Gute Übersicht, die gesamte Arbeitsbreite im Blickfeld. Leichte Bedienung des Mähdreschers. Korbverstellung, Dreschwerkkupplung, Korntankentleerung, Fahrwerkkupplung, Einzelradbremse, Blitzkupplung für Mähwerk, Gashebel. Handbremse, Fahrregelung, Hydraulikhebel für Mähtischverstellung, Hydraulikhebel für Haspelverstellung. Gangschaltung. 3 Vorwärts, 1 Rückwärtsgang. Hydraulisches Heben und Senken des Mähtisches. Hydraulische Gleichlaufzylinder halten den Mähtisch stets waagerecht. Hydraulisches Heben und Senken der Rechenhaspel. Schneckeneinzug. Das Erntegut wird direkt dem breiten Stroh-Elevator zugeführt. Der Stroh-Elevator transportiert das Erntegut in die schwere Dreschtrommel. Die Dreschtrommel hat einen Durchmesser von 600 mm und ist mit 8 Schlagleisten besetzt. Messerantrieb. Gummilager fangen die Stöße der Messer und der Messerschwinge ab. 14 Ehrenheber für einwandfreie Arbeit im Lagergetreide. Gezahnte Messer für Halmschnitt. Eine Federscheibenrutschkupplung schützt die Einzugsorgane vor Überlastung. Dieselmotor, 4 Zylinder, wassergekühlt, 68 PS, stark genug für jede Erntesituation. Schnellkupplung. Bei Gefahr wird durch Betätigung dieses Fußhebels das gesamte Mähwerk stillgelegt. Stahlblech-Hordenschüttler, 3 Meter lang, schütteln das Gut restlos aus. Sie sind auf 2 Kurbelwellen sicher gelagert. Die hochgezogenen Fallstufen der Schüttler sorgen für eine intensive Auflockerung des auszuschüttelnden Strohes. Die gesamte Schüttlerfläche ist mit einem Spezialschüttlerbelag versehen. Mit einem Handgriff kann das Fassungsvermögen des Korntanks durch Anheben des Korntankauszuges vergrößert werden. Auch während der Fahrt kann durch Sichtfenster der Korntankinhalt kontrolliert werden. Spielend leichte Lenkung. Sichere Fahrt. Äußerst wendig. Moderne Scheibenbremsen erhöhen die Sicherheit. Vollgekapseltes Ölbad-Schaltgetriebe. Daher enorme Verbesserung der Fahreigenschaften. Große Bodenfreiheit. In zügiger Fahrt wird der Einsatzort in kürzester Zeit erreicht. Dreschtrommelvariator. Je nach Fruchtart wird die Drehzahl der Dreschtrommel stufenlos verstellt.
Äußerst bequemer Fahrersessel. Hält den Fahrer den ganzen Tag ermüdungsfrei. Alle Kontrollinstrumente im Blickfeld. Start zu einer erfolgreichen Ernte. Gleichmäßig zieht der Coronet seine Bahn. Zuverlässig, störungsfrei. Leichtes Schalten, einfache Bedienung. Der Antrieb für den Siebkasten. Runde um Runde, ohne Aufenthalt. Stufenlose Regelung der Fahrgeschwindigkeit. Hydraulisch verstellbar. Lagergetreide. Für den Coronet kein Problem. Keine Störung, keine Arbeitsunterbrechung. Dafür garantiert der neu ausgelegte Mähtisch. Einwandfreie Reinigung durch das vierflügelige Druckwindgebläse. Thank you.
Köhler Coronet kann wahlweise mit einem Maispflückvorsatz oder mit einem Maisernte ausgerüstet werden. Auch hier arbeitet der Mähdrescher zügig und störungsfrei. Der Kolben wird durch diesen Pflückvorsatz vom Stängel gepflückt, der Stängel bleibt stehen, dadurch werden die Dreschorgane geschont. Der Korntank ist voll. Ein Hebeldruck, in wenigen Sekunden werden 27 Zentner bestens gereinigter Körner auf den bereitstehenden Wagen umgeleert. Das ist der Mähdrescher der Mittelklasse, der Köhler Coronet.